Batterie gerade eben einmal kurz geschlossen, aber die hat immer noch die gewohnte Voltzahl. Ich finde es interessant, die mal leer laufen zu lassen und zu schauen, was da passiert. Ich schau mal, ob ich irgendwas da habe. Ein kleines Motörchen oder sowas. Ich werde jetzt mal probieren, hier einen Motor dran zu hängen, ob der sich überhaupt dreht. Wir fangen mal mit einem kleinen Motor an. Das ist hier so ein ganz kleiner Motor. Den halten wir jetzt erstmal da dran. Und nope, da dreht sich gar nichts. Schauen wir mal, was da los ist. Die Idee ist jetzt, Messgerät und Motor gleichzeitig anzuschließen. So, wir sehen, der Motor ist jetzt nicht dran. Da haben wir eine Batteriespannung von 4,4 Volt. Wenn ich jetzt den Motor mit dran halte, boah, geht das Ganze direkt runter auf 0,03. Ja, die Batterie ist also tot. Die Batterie hat überhaupt keine Leistung. Also, die Batteriespannung bricht direkt zusammen, wenn ich da jetzt was dran halte. Die hat also überhaupt nicht viel Power. Jetzt könnte man aber hingehen und daneben noch ein zweites Türmchen bauen. Und das ist genau das, was ich vorhabe, damit die Batterie eben auch mehr Leistung bekommt. Haben wir natürlich nur 2,7 Volt. Aber dafür sollten wir jetzt mehr Power haben. Und das probieren wir jetzt mal. Wir probieren das erstmal ohne Messgerät. Oh, und da sehen wir sogar, der Motor, der dreht sogar kurz. Ich weiß nicht, ob ihr das sehen könnt. Oh, es tut sich was. Also, ganz bisschen Spannung liegt noch an. Der Motor hat gezuckt, würde ich sagen. Und jetzt können wir verrückt sein und hier noch ganz viele Teile hinbauen. Bei 100 Likes baue ich eine Batterie, die so groß ist, dass wir diesen Motor damit laufen lassen können. Nein, nicht nur diesen kleinen. Nein, ich will diesen großen Motor hier laufen lassen und richtig laufen lassen mit einer selbstgebauten Batterie bei 100 Likes. Also like kräftig, bei 100 Likes werde ich diesen großen Motor laufen lassen. Und das, obwohl diese zwei kleinen Batterien nur diesen Motor zum Zucken gebracht haben. Ich habe angefangen, eine große Batterie zu bauen, um überhaupt mal diesen kleinen Motor in Gang zu bringen. Und das Lästigste an der ganzen Sache ist das Ausschneiden dieser vielen Kreise. Ich baue jetzt nochmal ein Weilchen meine Batterie weiter, brücke das dann oben und dann schauen wir, ob der kleine Motor überhaupt läuft. Nur dann drauf. Zap, zap. Zap, zap. So. Noch eine Etage drauf und dann ist fertig. So, die Batterien sind alle gebrückt. Jetzt messen wir erstmal, ob da auch die richtige Spannung noch anliegt. Wow, okay. Und halt jetzt einfach mal den Motor da dran. Der Motor dreht sich! Ah! Hat sich fast gedreht. Da muss nur ein Gewicht drauf, damit das vernünftig gebrückt wird. Hier ist mein kleiner Motor. Wie ihr sehen könnt, läuft der. Die Batteriespannung bricht immer wieder zusammen. Aber der Motor läuft immer kurz. Jeweils vier auf einem Stapel und ich habe sieben Stapel, 4 mal 7. Das macht dann also 28 Zellen, die ich hier habe, jeweils 1 Volt. Ich habe jetzt eine Betriebsspannung von 3,6 Volt. Das Experimentieren mit diesen Zellen hat so viel Spaß gemacht, dass ich mir jetzt hier nochmal die alle in Reihe schalten wollte, was eine Gesamtvoltzahl von 22 Volt ergeben sollte. Ich habe die immer in so kleinen diesen kleinen Aluminiumfolienstücken hier verbunden. Das gestapelt ging immer von unten bis zur nächsten nach oben ebenso, möglichst ohne das halt irgendwo mittendrin zu berühren, weil ich ja auch keinen Kurzschluss da bauen möchte.
Jetzt will ich einfach mal messen, ob das wirklich hier die 22 Volt ergeben. Der Akku weist eine Spannung von tatsächlich 20 Volt auf. So, nachdem ich die Batterien jetzt mal wieder auseinandergebaut habe, sieht man hier jetzt noch eine deutliche Verfärbung der Muttern. Auf Kamera sieht es gar nicht so schlimm aus wie in echt. Die sind eben richtig silber und die sind teilweise echt schwarz. Gerade diese, die ich nochmal hier oben drauf gelegt habe, sind richtig, richtig schwarz. Auch drunter viele. Eben dort, wo sie Kontakt hatten. Bei den 5-Cent-Münzen ist das nicht so. Die sehen hauptsächlich noch gleich aus. Ein bisschen angeschlagen. Bisschen beschlagen hier. Und viele der Papiere sind lustigerweise richtig getrocknet. Währenddessen. Ich weiß nicht warum. Andere sind noch richtig nass. Und das klebt alles total. Also, das ist das Endergebnis. Alufolie hat er nur geleitet. Der sieht man gar nichts an. Thank you.